Also das Farbenfest ist eine soziale Plastik, Punkt. Plastik ist ja aus der Kunst, dass man sozusagen plastiziert, man baut etwas aufeinander und das ist letztendlich ein Kunstwerk, was aus den Menschen entsteht. Also die Menschen miteinander, mit dem Tun und mit dem Sein kreieren quasi ein gemeinsam etwas und das nenne ich soziale Plastik. Ich hatte Kunstpädagogik studiert und ich hatte immer den Gedanken, boah, wenn du das schaffst, all diese Gruppen zusammenzubringen und zusammen mit denen etwas zu gestalten und dass alle an einem Tisch sitzen und nicht jeder sein Süppchen kocht, dann wäre das eigentlich das Kunstprojekt für mich schlechthin. Ja, also ich glaube, die Grundphilosophie ist eigentlich, dass ich denke, dass jeder Mensch kreativ ist. And when the